Dieser König war kein Überflieger. Das hat er nicht mal eben aus der Hand geschüttelt, für uns zu sterben. Das kostete ihn sehr viel Kampf, sehr viel Überwindung. Alles in ihm bäumte sich dagegen auf, diesen schrecklichen Tod zu sterben. Wie wir brauchte auch er die Unterstützung des Vaters im Himmel und eigentlich auch die Fürbitte seiner Jünger. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie: Setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er, schläfst du? Konntest du denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus sagen sollten. Als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, sagte er: Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus? Genug jetzt. Die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt
Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Es ist vollbracht. In Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 30 können wir diesen Ausspruch Jesu nachlesen. Es ist vollbracht, Ziel erreicht. Es hat geklappt und es hat sich gelohnt. Mein Leben hat Sinn gemacht. Ich bin meiner Berufung und meinem Auftrag treu geblieben, trotz des schwierigen Anfangs. Schon als Baby sollte er ermordet werden. Er musste fliehen, lebte als Ausländer in Ägypten. Irgendwann war es möglich, zurückzukommen, aber er konnte nicht dahin zurück, wo er geboren wurde, sondern er musste in den Norden Israels ziehen, beziehungsweise seine Familie und dann mit ihm. Also in die Provinz, fernab von Jerusalem, fernab vom Tempel, fernab von dem Zentrum der Macht, aber auch dem Zentrum des religiösen Lebens, denn Gott hatte den Tempel gesetzt als einen Ort, wo er dem Volk, wo er jedem Menschen besonders nahe sein wollte. Also auch weit weg von denen, die die Bibel studieren und da viel Ahnung haben. Er wohnt da, wo die einfachen Leute sind. Die, die hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Er wird selbst Zimmermann, baut Häuser und Möbel. Er wird ein Handwerker. Und gleichzeitig interessiert er sich für die Bibel, er forscht nach, er fragt die, die Ahnung haben. Er will wissen, wer Gott, wer sein Vater im Himmel ist. Und er will es selber wissen. Er fragt auch die anderen, er hört auch zu, aber er forscht selbst in der Bibel. Er sucht die Gegenwart Gottes, er redet mit Gott über sich, über seinen Auftrag, über die Menschen in Israel. Er redet mit Gott über die Menschen in der ganzen Welt. Gerade im Johannesevangelium, Johannes 10 zum Beispiel, spricht er auch von denen, die noch nicht zu seiner Herde gehören, sondern die noch kommen werden. Auch die, auch uns hat er schon im Blick. Und er redet mit ihm, was seine Aufgabe in dem Ganzen ist. Und dann predigt er. Und dann heilt er im Namen des Vaters. Er ist ständig unterwegs und immer wieder in Gefahr. Er will diese gute Botschaft weitergeben, dass jede und jeder Gottes Heil erfahren soll und erfahren kann. Und manche Menschen liebten ihn. Manchmal bedrängten sie ihn so sehr, dass er keine Ruhe fand. Und dann suchte er auch wieder die Einsamkeit, um in Gottes Gegenwart aufzutanken. Und um wieder Kraft und Weisheit für Predigten zu haben und für Heilungen. Und auch denen entgegentreten zu können, die ihn kritisierten und ihm eine Falle stellten nach der anderen und ihn zu Fall bringen wollten. Er brauchte Kraft für Konfliktgespräche. Und nicht nur seine Feinde, auch seine Nachfolger verstanden ihn oft nicht. Manche verließen ihn, weil seine Botschaft anders war, als sie erwartet hatten.
zu radikal, zu barmherzig. Und dann legt er auch noch direkt und klar seine Finger in ihre Wunden, in ihre Versagen, in ihre Tricksereien, anderen vorzuspielen, dass sie doch ganz fromm sind. Manchmal sind seine Zuhörer ganz verstört. Am Ende lassen ihn auch seine Freunde im Stich, laufen weg, verraten ihn. Wer hat behauptet, dass es leicht ist, Jesus nachzufolgen? Wer hat gesagt, dass es uns gut geht, wenn wir an Gott glauben, wenn wir nach seinem Willen fragen? Jesus ist nicht gekommen, um uns ein gutes Leben zu ermöglichen. Das war nicht sein erstes Ziel. Er hat dafür gelebt und ist dafür gestorben, damit wir ein sinnvolles und ein erfülltes Leben führen können. Das heißt nicht, dass es leicht wird. Wenn es so ist, ist es ein Geschenk. Am Ende stirbt Jesus einen Tod, der ihn psychisch und körperlich alles abverlangte und ihn unendlich demütigte. Und dann? Es ist vollbracht. Geschafft. Vorbei. Ziel erreicht. Durchgehalten. Ein Ausruf voller verzweifelter Erleichterung. Nicht nur. Gleichzeitig markiert dieser Ausruf auch einen wunderbaren Neuanfang. Der Tod Jesu ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Dietrich Bonhoeffer soll Ähnliches gesagt haben, als er auf dem Weg zum Galgen war, also zu seiner Hinrichtung. Ein Offizier sagte zu ihm, jetzt kommt das Ende, das ist das Ende. Und er schaut ihn an und sagt, nein. Das ist der Anfang. Und das konnte er doch nur sagen, also Dietrich Bonhoeffer, weil er wusste, Jesus ist am Kreuz gestorben und sein Tod war nicht das Ende, sondern war der Anfang von vielen neuen Möglichkeiten, der Anfang eines neuen Lebens. Und das für alle. Es ist vollbracht. Das ist auch ein Triumphschrei. Ein Freudenausruf, denn mit Jesus stirbt auch die Sünde der Menschheit am Kreuz. Ihre Macht wird gebrochen. Denn Sünde meint nicht nur, dass wir mal ein paar Fehler machen. So in dem Sinne, wir machen ja alle mal was falsch. Das ist zu niedlich gedacht. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Sünde ist das, was uns vom Leben abschneidet. Sünde ist das, was Menschen zerstört, mich zerstört, andere zerstört, Beziehung zu Gott zerstört und Beziehung untereinander. Das ist Sünde. Sünde bringt mich um. Und Sünde zerstört Gemeinschaft. Und sie klebt an mir und macht mich klein. Auch wenn sie am Anfang Spaß macht. Also, sonst würden wir es doch nicht tun. Die meiste Sünde, die meisten Dinge, wo wir wissen, dass es Gott nicht gefällt, machen doch erstmal Spaß. Und wir meinen Glück darin zu finden. Am Ende klebt sie an mir und macht mich klein. Sie nimmt mich gefangen und verhindert, dass ich frei und fröhlich leben kann. Sünde knechtet mich. Sie beschämt mich und sie beschämt andere. Auch für Scham, für deine und meine Scham stirbt Jesus am Kreuz. Und sie stirbt mit Jesus am Kreuz, diese Scham. Die Scham, die sich klein und ungenügend fühlt. Die Scham vielleicht darüber, dass ich leben darf, überhaupt sein darf. Die Scham, weil andere mich beschmutzt und klein gemacht haben. Jesus nimmt das alles mit in seinen Tod. Er stirbt, damit wir eine zweite Chance bekommen. Jede und jeder kann das erleben. Also komm zu Jesus. Sage ihm, welche Schuld oder welche Scham oder welche Not oder welche Angst dich bedrückt und dich abhält,
zu Gott eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Jesus sagt, gib mir das doch. Leg es auf meinen Rücken. Dafür sterbe ich. Ich nehme deine Schuld und deine Scham und alles, was dich von Gott trennt, mit in meinen Tod. Und damit ist die Macht gebrochen. Damit ist das weg. Es trennt dich nicht mehr vom Vater im Himmel. Dann ist der Weg frei. Jesus räumt das aus dem Weg, damit du eine gute Zukunft hast, eine gute Zukunft unter der Herrschaft Gottes, eine gute Zukunft in seinem Machtbereich. Und es braucht einen Satz von dir, ein Gebet. Wir wachsen manchmal so in Frommsein rein und in die Gemeinde. Und dann lernen wir ganz viel und hören ganz viel und wissen manches. Und dann denken wir, wir sind ja schon gläubig. Sind wir auch. Aber es braucht diese Entscheidung, diesen Schritt zu sagen, Jesus, ich nehme das an, was du für mich getan hast. Jesus, ich bringe dir alles, mein ganzes Leben und alles, was daran an Schmutz ist und mich beschmutzt hat und meine Scham und meine Angst und meine Not und meine Schuld. Und ich bringe es zu dir, vergib mir und komm in mein Leben, nimm mich an. Es macht einen Unterschied, ob du diesen Satz sagst, ob du dieses Gebet sagst oder einfach nur weiterlebst und denkst, ich bin ja gläubig. Sprich dieses Gebet, es wird dein Leben verändern. Wer sich in dieser Weise Jesus anvertraut, hat Frieden mit Gott, mitten in schweren Situationen. An Jesus sehen wir das. Es ist vollbracht, meint auch, jetzt kann ich in Frieden sterben. Jetzt liegt alles in der Hand meines Vaters. Mein Auftrag ist erfüllt. Ihm ist er treu geblieben und übermorgen werden wir die Treue des Vaters zu ihm feiern. Wenn wir wissen, dass wir vor Gott in Ordnung sind, können wir in Frieden sterben. Und dadurch vorher schon in Frieden leben. Es ist eben nicht einfach nur eine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern es hat Auswirkungen auf mich heute. Jesus bringt uns in Ordnung vor Gott. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit, wenn wir darum bitten. Es ist vollbracht. Er hat es geschafft. Er hat gesiegt. Er hat der Welt Rettung gebracht, damit wir Zukunft haben. Lass dich von ihm beschenken. Amen. Der Sieg gehört ihm allein. Kannst du den Sieg sehen? Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin, durch die Nacht seh ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Bist du mein Gott für mich, wer steht mir entgegen? Es ist nichts unmöglich, wenn ich dich bei mir hab. Ich seh den Staub und die Asche, du Schönheit und Siegen. Seh ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das Leere Grab. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen
gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, sie gehört dir allein. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siehst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien.